Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Halloween Forever. Ich habe diesen Key gestellt bekommen und wir gucken mal einfach, wie dieses Game ist. Ich habe keine Ahnung und bin mal gespannt. So, Pumpkin Man Shall Face for Horrors. Mal nehmen wir doch hier Santa. Okay, Forgotten Cemetery. Vergessener Friedhof. Okay. Es ist also ein Plattformer. Okay. Wenn ihr euch die Sounds anhört, sind das die Sounds von I Wanna Be the Guy? Also er spielt sich... Okay. Gibt es sowas wie einen Doppelsprung? Ja, gibt's auch. Wie in jedem Plattformer gibt es einen Doppelsprung. So. Ja. Auf jeden Fall ist das jetzt... Da kann ich rein. Oder auch nicht. Okay. Fehlt mir irgendein Schlüssel? Okay. Ja. Und nu? Ja. Jetzt verstehe ich nur nicht, wie kommt man denn da weiter? Ja, es gibt ja keinen Walljump scheinbar. Dann lasse ich das Herz mal Herz sein. Und ja. Also das ist ein ganz normaler Plattform, wie man kennt, mit Doppelsprung. Ich glaube nicht, dass man die ganzen Herzen einsammeln muss. Also, vermute ich jetzt. Ja, und nu? Nee, möchte nicht quitten. Möchte wissen, wie man weiterkommt. Hm. Wir gucken uns da mal die Controls an. Ob es irgendwo eine... Erstmal ist schön. Dass er dann da wechselt. So, wir gucken uns mal die Controls an. So. Ah. 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 Das könnte der Fehler gewesen sein. Okay. Okay, der schmeißt mit Geschenken. Das ist aber pure Verschwendung. Das Botogel, um Freak at Home oder Freak Home gerade aufzugreifen in der Ghosts and Goblins Version. So, jetzt bin ich mal gespannt. Aha, jetzt geht das auch. Da sind wir wieder bei die Konfiguration von PC-Spielen.
Das war klar. Ja, du bist großartig. Also ist ein solider Plattformer. Ach, fängt man immer von vorne an. Das ist natürlich gewinnbringend. So, in den nächsten Dungeon. Ja, komm, dreh dich um. Hau ich dich weg. So, lass mich raten, ist bestimmt keine gute Idee, da runter zu springen. Das war sogar glücklich. Okay. Ist das sinnvoll, da hinzugehen? Ich weiß es nicht. Geh mal einfach hier weiter. Ja. Oh. Okay. Das Ding hat also auch einen Boss. Ja. So ein bisschen aus Splatterhouse geklaut. Ja, aber wie sage ich so schön meinem Kind? Das ist so die übliche Steam-Qualität, die man halt so kennt. Das haut mich nicht ganz um, um es nett zu formulieren. Also, da gibt's aber deutlich Besseres. Wie schon, es funktioniert, aber ja, soll ich mal Held sein? Komm, ich bin mal Held. Was ist denn da im Level? Okay. Irgendeine Rune, die wahrscheinlich irgendwo auch was bringt. Irgendwo. Okay. Hier muss man mit dem Doppelsprung arbeiten. Uah. Ja. Yes. Ha. Beat Chainsaw Mega Maniac unlocked. Okay, ich freue mich. Okay. So, jetzt sind wir ach so. Mit der Leiter muss man interacten übrigens. Also nicht einfach nur hoch, sondern interacten. Ist klar. Okay, die können wir also weghauen. Gut zu wissen. Oh, was ist da? Können wir nicht interacten. Aha. Runter können wir nicht interacten. Okay, die Funktion Leiter runter, die muss erst noch gepatcht werden. Das findet man ja beim Playtesting höchstwahrscheinlich nicht raus. Vielleicht ist das ein kostenpflichtiger DLC, ne? Man weiß das ja bei unserer aktuellen Branche nicht.
Gibt's nur als Lootbox. Ja. Okay. Der hat mir mal den richtigen Knochen gegeben. Ich glaube, das war das letzte Leben, ne? Ja. Aus der Abteilung, wie sage ich es meinem Kind? Ja. Ne? Das ist Halloween Forever. Ist ein Plattformer, der funktioniert. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Ich kann ja mal gucken, was Steam dazu sagt. Da ist er, Halloween Forever. Das Ding kostet 3,99, kam am 25.10. raus. Aber Moment, am 26.10.2016 haben wir erst nochmal re-released? Okay. Interessant. Irgendjemand wünscht sich auch das Spiel auf meiner Freundesliste. Ja gut. Also 3,99 kostet das Ding aktuell. Ja, ne? Wie schon hat funktioniert. Sieht ganz putzig aus. Aber, naja. Geht in Ordnung, denke ich. Aber haut mich nicht um. Kommen wir mal zu einer anderen Perle. Wie gesagt, alles wichtig in der Beschreibung. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ne, tut, was ihr nicht lassen müsst und klickt die Glocke und überhaupt und bimmel, bimmel, bimmel. Ne? Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal.